Yo, Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen zu Retros Top 10. Ich glaube ja, es ist kein Geheimnis, dass jeder weiß, dass ich ein großer Zelda-Fan bin. Mit 9 spielte ich damals mein erstes Zelda und das war Ocarina of Time. Und seitdem bin ich einfach süchtig danach. Bis zum heutigen Tag kann ich stolz behaupten, dass ich wirklich jeden Zelda-Teil gespielt habe, der bis heute rausgekommen ist. Ich meine die Philips CDI-Spiele, die werde ich nie spielen, die sind einfach scheiße. Und obwohl ich die Zelda-Spiele wirklich liebe, gibt es doch einige Sachen, die mich wirklich an den Spielen stört. Unter anderem gibt es da die Dungeons, es gibt manche Gegner oder auch manche Charakter, die ich nicht so wirklich leiden kann. Doch heute geht es um unsere Top 10 Herzteile, die man einfach viel zu schwer bekommt. Warum unsere? Ganz einfach, weil Frau Retro mich bei diesem Projekt unterstützt und auch sie ihre Herzteile hat, die sie einfach viel zu schwierig findet. Los geht's! Nummer 10. Nachdem auch mein erstes Zelda Ocarina of Time war, werden wir auch diese Liste mit Ocarina of Time beginnen. Das erste 3D-Zelda kam im Dezember 1998 raus und prägt ja die Videospielszene bis heute. Doch auch in diesem Meisterwerk gibt es ein Herzteil, das wirklich schwer zu bekommen ist, nämlich das, das man bei diesem blöden Kisten-Minispiel bekommt. Eigentlich klingt's ganz einfach. Man geht nachts nach Hyrule, zahlt 10 Rubine und muss nur 5-mal in Folge die richtige Kiste öffnen. Jedes Mal eine 50-50-Chance, die richtige zu erwischen. Doch wisst ihr, wie hoch die Chance sind, dass man 5-mal in Folge Glück hat? Ziemlich genau 3,13%. Also braucht man ziemlich lange und ziemlich viel Geld, bis man das Herzteil bekommt. Außer man benutzt das Auge der Wahrheit, dann kann man in die Kisten schauen. Aber das wusste mein 9-jähriges Ich noch nicht. Nummer 9. Nintendo hat 2013 mit A Link Between Worlds ein klassisches Zelda rausgebracht, genauso wie die Fans es wollten. Dank Ravio kann man die Dungeons in jeder x-beliebigen Reihenfolge machen und das Spiel ist natürlich vollgestopft mit Minispielen. Doch es gibt ein paar Minispiele, die nicht wirklich einfach sind. Unter anderem Octoball. Auch hier wieder ganz leicht erklärt. Für 50 Rubine beschießt euch ein Octorok mit 30 Bällen hintereinander. Ihr müsst sie treffen und damit Vasen kaputt machen. Habt ihr 100 Punkte erreicht, dann bekommt ihr das Herzteil. Doch so einfach ist das nicht, denn das Timen ist wirklich schwer. Irgendwie schaffe ich es immer, 3 bis 4 Mal hintereinander die gleiche Stelle zu treffen. Oder ich treffe den Octorok und er schießt direkt einen Ball raus, was bedeutet, dass 2 Bälle weg sind. Ich habe beim ersten Mal ca. 50 Versuche gebraucht, bis ich dieses Herzteil hatte. Nummer 8. Die Nintendo DS-Teile Spirit Tracks und Phantom Hourglass sind meiner Meinung nach kein würdiger Nachfolger von Wind Waker. Unter anderem liegt es an der Steuerung. Alles wird mit dem Stift gemacht, sogar das Laufen. Das hat mein Spielerlebnis definitiv getrübt. Nichtsdestotrotz hat Nintendo auch in diesen Spielen Herzteile versteckt, wobei es sich hier, ganz wie im ersten Zelda, direkt um Herzcontainer handelt. Eins bekommt man in Phantom Hourglass auf der Insel Molude, und zwar beim Bogenschießen. Das Ziel ist es, mit seinem Bogen auf Holzplanken zu schießen, auf denen Gegner abgebildet sind, um 2000 Punkte zu erreichen. Geht auch nur ein Pfeil daneben, ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, so viele Punkte zu bekommen, da die Punkte über ein Kombosystem verteilt werden. Der erste Gegner gibt 10 Punkte, der zweite 20 und so weiter, bis man bei 50 angekommen ist. Mit dem Stift und dem unpräzisen Touchpad war es unmöglich, alles perfekt zu machen. Erst nach ca. 100 Versuchen hatte ich endlich diesen Herzcontainer. Nummer 7. Im Jahr 2000 konnte man auf der Nintendo Space World in Tokio eine Tech-Demo sehen von The Legend of Zelda. Dabei ging es nur darum, die Rechenleistung der ein Jahr später erscheinenden GameCube zu zeigen. Jedoch glaubten viele, dass es sich hierbei um einen Trailer handeln würde. Und viele waren enttäuscht, als ein Jahr später wieder auf der Nintendo Space World der Trailer zu Wind Waker gezeigt wurde. Alle hatten ein realistisches Zelda erwartet und haben einen Toon Link bekommen. Ich persönlich finde die Grafik von Wind Waker perfekt für die Stimmung des Spiels. Was ich jedoch nicht perfekt fand, war der Schwertmeister Wada Orca auf unserer Heimatinsel Preludien. Um an sein Herzteil zu kommen, muss man ihn zu 3 Schwertkämpfen herausfordern, wo man ihn beim ersten 100, beim zweiten 200 und beim dritten ganze 500 Mal treffen muss, bevor er Link 3-mal trifft. An und für sich eigentlich nicht schwer, doch dauert es ewig, ihn 500 Mal zu treffen, was sich in der Konzentration bemerkbar macht und man so leicht Fehler begeht und er einen dann besiegt. Dann darf man wieder bei 0 anfangen. Nummer 6. Skyward Swords ist storytechnisch ja echt ein super Spiel.
Doch für mich persönlich war die Steuerung wirklich katastrophal. Und so ging es rund 50% aller, die Skyward Swords jemals gespielt haben. Die Wii Motion Plus Fernbedienung hat nur selten das gemacht, was ich wirklich wollte. Und dadurch bin ich öfters gestorben, als mir lieb ist. So ging es mir natürlich auch bei der Suche nach Herzteilen. Und eins, das mir bis heute Albträume bereitet, ist das, das man auf der Roulette-Insel bekommt. Um es zu bekommen, muss man mit Dodo dem Clown reden, der einem verzweifelt erzählt, dass ihm seine geliebte Roulette-Scheibe unter die Wolken gefallen ist. Nachdem man diese in der Ranell-Wüste gefunden hat und schließlich Dodo übergeben hat, darf man endlich ein Spiel Sturzroulette spielen. Man wird mit einer Kanone hoch in die Luft geschossen. Beim Runterfallen muss man durch 5 Ringe fallen und dabei aufpassen, dass man keinen Ballon erwischt. Jeder Ring erhöht den Multiplikator um 2. Wenn man den letzten Ring passiert hat, muss man, wie der Name schon sagt, das richtige Feld auf der sich drehenden Roulette-Scheibe erwischen, um 50 Rubine zu bekommen. Mit einem Multiplikator von 10 bekommt man so die höchste Punktzahl und als Zusatzpreis ein Herzteil. Oh mein Gott, dieses Spiel hat mich in den Wahnsinn getrieben. Wie ich schon sagte, die Steuerung ist sehr schlecht. So habe ich mehrere Versuche gebraucht, um alle Ringe fehlerfrei zu durchfliegen. Aber dann noch das 50-Rubine-Feld zu erwischen, hat mich wirklich zum Ausrasten gebracht. Als Trost habe ich wenigstens fast immer Rubine gewonnen, sodass ich mir darüber wenigstens keine Sorgen machen musste. Nummer 5. Im Jahre 2004 wurde auf der E3 endlich das Zelda angekündigt, worauf die Fans seit 2000 gewartet haben. Die Reaktion ist bis heute eine der besten, die man auf der E3 je gesehen hat. Twilight Princess war geboren. Weg von der hellen Toon-Grafik und hin zu einer düsteren, realistischen Welt. Ein riesiges Zelda, gespickt mit Herzteilen. Und dieses Mal braucht man sogar 5 statt der bisher immer 4 Herzteile für einen Herzcontainer. Doch auch hier gibt es mal wieder ein Herzteil, das mich zur Weißglut gebracht hat. Das Yeti Snowboarding. Nach dem Abschluss der Bergruine ist Yetta wieder gesund und man findet sie zusammen mit ihrem Mann Yetto auf dem Berg. Dort fordert Yetto einen zu einem Snowboardrennen heraus. Die Abfahrt ist noch recht einfach. Selbst ohne Abkürzungen ist das Rennen schnell gewonnen. Doch danach will die liebe Yetta auch ein Rennen. Und die Frau ist schnell. Verdammt schnell. Man muss alle Abkürzungen nehmen, ohne auch nur einen Fehler zu machen, um sie zu besiegen. Sollte man es wirklich schaffen, sie zu schlagen, dann gibt sie einem ein Herzteil als Belohnung. Nummer 4. Wir sind mal wieder zurück in der Link Between Worlds. Wie Retro bereits sagte, ist das Spiel vollgestopft mit Minispielen. Neben dem Oktoball gab es auch noch den Hühnerhagel. Dort musste man 30 Sekunden lang einfach nur Hühnern ausweichen. Doch das Ganze muss man natürlich auch 3-mal schaffen und jedes Mal wird die Schwierigkeit erhöht. In der ersten Stufe, sogenannt Ei, ist das alles auch noch kein Problem. In der zweiten Stufe, sogenannt Küken, wird es schon etwas schwieriger, da jetzt auch doppelt so große Hühner versuchen einzutreffen. Bei der Stufe 3, Glucke, sieht das Ganze schon anders aus. Es kommen wesentlich mehr große Hühner als bei der Stufe Küken und die Hühner sind auch noch etwas schneller unterwegs. Ein Treffer und das Spiel ist vorbei. Natürlich bekommt man das Herzteil nur, wenn man die Stufe Glucke abgeschlossen hat. Nummer 3. Auf Platz 3 befinden wir uns mal wieder in Ocarina of Time. Jeder, der mein Let's Play zu Ocarina of Time gesehen hat, weiß, was jetzt kommt. Auch heute habe ich noch große Probleme damit. Es ist einfach so unkontrollierbar und reines Glück. Wovon ich rede? Natürlich vom Krabbelminen-Bowling am Marktplatz von Hyrule. Für nur läppische 30 Rubine darf man eine Runde spielen. Man bekommt 10 Krabbelminen in die Hand und muss 3 Löcher treffen. Das erste ist immer in der Mitte und wirklich kein Problem. Das zweite befindet sich entweder rechts, links oder auch in der Mitte und wird von einem Huhn beschützt. Also muss man gezielt am Hühnchen vorbei und wenn das Loch in der Mitte ist, ist das auch kein Problem. Ab Stufe 3 ist es einfach schrecklich. Das Loch ist wieder nur in der Mitte, wird aber von einem großen Huhn beschützt, das eine Hitbox hat, jenseits von Gut und Böse. An diesem dummen Huhn vorbeizukommen ist reine Glückssache.
Sollte man es dann doch mal geschafft haben, bedeutet das aber nicht, dass man ein Herzteil bekommt. Die Preise werden zufällig ausgelost. Zu gewinnen gibt es Rubine, Krabbelminen, Bomben, ein Herzteil oder eine größere Bombentasche. Natürlich erfährt man den Preis erst, wenn man 30 Rubine gezahlt hat. Und wenn man ein Herzteil und die Bombentasche will, muss man auch noch zweimal gewinnen. Nummer 2. 1986 wurde The Legend of Zelda geboren. Der erste Teil einer bis heute immer noch prägenden Videospielserie. Shigeru Miyamoto wollte ein genaues Gegenteil zu seinem anderen Projekt Super Mario Bros. Kreieren. Eine offene Welt, die man frei erkunden kann und keine Level, die man von links nach rechts durchlaufen muss. Und auch im ersten Zelda-Teil gab es natürlich schon Herzteile, wobei es hier, genau wie in den DS-Teilen, auch gleich ganze Herzcontainer waren. Und einer war einfach so schwer versteckt, dass ich ihn ohne Google einfach nicht gefunden habe und mich bis heute frage, wie es Leute damals geschafft haben, diesen Container ohne Internet zu finden. Direkt unter dem See befindet sich ein Wald. Man muss einfach nur einen bestimmten Baum mit der Lampe wegbrennen und kann sich dann den Container einfach nehmen. Das Problem ist, es gibt keinen einzigen Hinweis auf seinen Standort. Nummer 1. Majora's Mask ist mit Ocarina of Time eins meiner Lieblings-Zelda-Teile. Und auch die Entstehungsgeschichte finde ich bis heute faszinierend. Direkt nach dem Release von Ocarina of Time wollte Shigeru Miyamoto an einer schwereren Version davon arbeiten. Doch Eiji Anuma, ein Gegner- und Labyrinth-Designer, fragte Miyamoto, ob er nicht an einem neuen Zelda-Titel arbeiten dürfte. Shigeru willigte ein und übergab das Kommando an Eiji, aber mit der Vorgabe, dass das Spiel in einem Jahr komplett fertig sein muss. 18 Monate nach Ocarina of Time wurde Majora's Mask released. Trotz einer kurzen Entwicklungszeit ist das Spiel mal wieder vollgestopft mit insgesamt 52 Herzteilen. Eins davon bekommt man bei der wohl längsten Sidequest mit einer hammergeilen Story. Die Geschichte von Anjo und Kafei ist eine wunderschöne und dramatische Liebesgeschichte. Die komplette Geschichte zu erzählen würde echt lange dauern, daher kurz zusammengefasst. Kafei und Anjo wollen heiraten. Doch das Horror-Kid hat Kafei in einen kleinen Jungen verwandelt. So will Kafei seiner Geliebten nicht unter die Augen treten. Wir helfen ihm, eine Maske zu finden, damit die beiden wieder glücklich werden können. Das Problem ist nur, dass die Quest über die kompletten 3 Tage verteilt ist und man immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss. Ein verpasster Termin und die Quest muss von vorne gestartet werden. Sollte man es schaffen, bekommt man die Maske der Liebenden. Nach einem Neustart der Zeit zeigt man sie dem Bürgermeister, der gerade einen Streit schlichten will und bekommt als Dank dafür ein Herzteil. Ja, das waren unsere Top 10 Herzteile in Zelda, die für uns einfach viel zu schwer zu finden sind. Bei welchen Herzteilen hattet ihr immer Probleme? Schreibt's doch einfach in die Kommentare. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal und bleibt sauber!